So Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wir haben heute einen neuen Charakter, und zwar einen DLC-Charakter, der uns bald erwarten wird. Natürlich wird es jetzt nicht dieser Charakter sein vom Aussehen, also vom Aussehen, und der Charakter wird es natürlich, aber nicht jetzt, ich glaube, nicht ganz die gleichen Attacken. Das sehen wir erst dann. Aber es ist ein DLC-Charakter, der uns jetzt bald erwarten wird. Und zwar Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Davon gibt es verschiedene Outfits, aber die Attacken sind eigentlich soweit fast gleich. Ich kann euch davon immer so zwei Stück zeigen. Wir haben ja 2, 4, 6, 8. Passt also. Wir fangen an mit diesem Vegeta und kämpfen gegen Vegeta. Wir haben das Tournament of Power Destroyed gleich installiert. Das passt. Diesen Charakter musste ich euch jetzt noch einzeln zeigen, sonst hätte ich eigentlich neue Mods hinzugefügt. Aber diesen Charakter kann man nur hinzufügen mit einem extra Aura-Installer, so wie ich das verstanden habe. Und ja, deswegen sollte die Aura auch ein bisschen anders sein, wie man sieht. Sieht auf jeden Fall echt schön aus, also ich liebe diese Aura von den Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Ich wollte da noch eben schnell einen Screenshot von machen. Und ja, so zack. So, wir gucken mal, wie er kämpft. Aber echt geil. Wenn der Blue Evolution Vegeta so ein Moveset haben wird, das wäre geil. Das wäre richtig cool. So, das würde zu Vegeta passen, weil es sieht ein bisschen, also es sieht schon brutaler aus. So, Batsch und dann Bam. Aber Vegeta haut immer einen drauf, wenn es geht. Kennen wir ja von ihm. Auch das sieht echt geil aus. Und noch einen drauf. So, was kann er denn schönes? Die wilde Hand. Wilde Hand. Wie gesagt, der wird nicht die Attacken haben hier. Also die Attacken sind schon klar, welche es sind. Ups. Aber ich warte jetzt erstmal ab, bis er draußen ist, und dann gucken wir mal. Fokusblitz finde ich auch echt eine coole Attacke. Passt wirklich sehr gut zu Vegeta. So, er kann den Final Flash. Und die finale Explosion. Diese Variante, also so eine Attacke wird er auch können. Nur ich glaube jetzt nicht ganz so wie hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann sich natürlich alles ändern. Wir sehen es erst dann, wenn es draußen ist. So, das war der erste Vegeta. Wir können wechseln. War zu diesem hier. Den oberkörperfreien Vegeta. So, der kann auch die wilde Hand. Und den wilden Hieb. Sehr geil. Ja, auch den Final Flash. Und noch den Super Garlic Strahl. Ich hoffe, dass der Blue Evolution Vegeta nicht diese Attacke haben wird. Ich hoffe wirklich, die geben. Okay. Ich hoffe, die geben sich wirklich Mühe, weil sie sich da was Neues. Das sieht anders aus. Schlecht. Wie gesagt, ich hoffe, die geben sich da wirklich Mühe und geben den Vegeta wirklich echt coole Attacken. Genau wie den Super Saiyan God Vegeta. Müssen wir mal gucken. Ich liebe diesen Blue Evolution Aura. Die finde ich echt geil. So, wir haben natürlich noch ein paar andere. In den dritten. Und den vierten. Und ja, wie gesagt, wir können ja immer zwei Charaktere nehmen. So, da ist er. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht wirklich viel Unterschied bis zum wie zu denen. Aber ich glaube, der ist dunkler auf jeden Fall. Oh naja. So. Eigentlich können die fast die gleichen Attacken. Der kann jetzt auch den Super Gallic Strahl und die finale Explosion, also so wie gerade eigentlich.
Ich sage, viel ändert sich da nichts, aber ich zeige euch das trotzdem. Boom. So, der kann. Oh, der kann auch eine Attacke. Autsch. Ja. Auch finale Explosion. Und noch mal ein super Gallic-Strahl. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass er wirklich in den DLC dieses neue Final Flash bekommt, was er ja auch gegen Jiren eingesetzt hat. Ja. Das hoffe ich auf jeden Fall. So. Ich zeige euch jetzt tausendmal den gleichen Charakter mit nicht wirklich viel Unterschied. Aber trotzdem. Dann zeige ich euch alles. Ja. Oh, ich liebe diese Attacke. Da kann auch der Gegenschlag. Das sah gerade geil aus. Bam. Ich muss das nochmal geschickter einsetzen. Das sah gerade echt gut aus. Also. Ja, das sieht echt gut aus. Also. Boom. Und er kann auch den Final Flash. So, wir können natürlich noch wechseln. Ich glaube, diese Attacke wird er auf jeden Fall haben. Bin mir aber nicht sicher, also Atomexplosion. Und ich glaube, so auch die Explosion auf jeden Fall auch. Also diese finale Explosion, aber ich glaube, in irgendeinem. Wie hieß sie da anders? Ultimative finale Explosion oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr, tut mir leid. Wir lassen uns überraschen. So. Zweimal haben wir den gleichen noch. Wie gesagt, danach werde ich wieder neue Mods hinzufügen. Ja. Das letzte Outfit von denen ist ja. Das würde echt scheiße aussehen. Aber gut, er gehört dazu. Wir nehmen ihn. Oh wei. Toto, ore mo Super Saiyajin God no chikara o eta zo. Ups. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass der Vegeta den Blue Evolution, den wir bekommen, nicht wieder normale Vegeta angreift. Da waren ja viele auch enttäuscht mit dem Super Saiyan Blue Vegeta, dass der genauso angreift wie der normale Vegeta. Finde ich viel von schade. Also. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. So, der kann nochmal die finale Explosion. So, und der letzte Vegeta. Das, ich weiß nicht, gefällt euch dieses Outfit? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, ich zeige euch jetzt nur noch die Ults. Ah, ihr seht die auch fast wieder gleich, aber er gehört dazu, deswegen. Ja. So, und die letzte Attacke. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welcher Charakter euch am besten gefallen hat. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao!